Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, dieses Video reiht sich quasi in eine kleine Serie mit ein. Und zwar ist sie zu finden unter dem Hashtag Buchpreis goes to Booktube. Wir, jedenfalls einige davon, einige Booktuber, haben sich zusammengeschlossen und möchten ein wenig über den diesjährigen Deutschen Buchpreis sprechen. Und ins Leben gerufen hat das die liebe Sophie vom Kanal Verstand. Und an dieser Stelle auch gleich noch mein Dank dafür. Ich freue mich schon sehr darauf, weil am Dienstag, ja, also quasi, ich nehme an, wenn das Video online kommt, also quasi schon morgen, die Longlist veröffentlicht wird und wir sind alle schon sehr drauf gespannt, welche Bücher denn auf diese Liste es geschafft haben. Ja, ich möchte jetzt in diesem Video euch in 12 Fakten kurz den Buchpreis vorstellen. Vielleicht ist der ein oder andere Fakt dabei, den ihr noch nicht kennt. Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Das Ziel des Preises ist es, mehr Aufmerksamkeit für deutsche Autoren, für das Lesen und natürlich für das Medienbuch zu schaffen. Der Buchpreis ist dotiert für den Sieger mit 25.000 Euro und für die anderen 5 Finalisten mit 2.500 Euro. Man kann den Deutschen Buchpreis mit dem Prix Goncourt, wenn man ihn so ausspricht, und dem Man Booker Preis vergleichen. Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich mit jeweils 2 Titeln bewerben. Der eingereichte Titel muss Art und Länge eines Romanes entsprechen, er muss in deutscher Originalsprache erschienen sein und er muss zwischen Oktober des letzten Jahres und im September bis zum September des Vergabejahres erschienen sein, beziehungsweise er muss spätestens zur Bekanntgabe der Shortlist erschienen sein. Die Jury, welche die Longlist zusammenstellt, wird jedes Jahr neu von der Akademie des Deutschen Buchpreises gewählt. Die Jury besteht in der Regel aus Schriftstellern, Journalisten oder auch literarischen Händlern. Dieses Jahr besteht die Jury aus Christopher Bartmann, Lucia Brown, Tanja Graf, Paul Jandl, Uwe Kalowski, Christine Lötscher und zu guter Letzt Marianne Sachs. Die Longlist besteht aus insgesamt 20 Titeln, aus denen dann die Shortlist gewählt wird. Die Longlist wird dieses Jahr am 14. August bekannt gegeben, wie ich bereits schon am Anfang gesagt habe. Also, um es im Datum zu sagen, am 14. August. Und die Shortlist wird am 11. September bekannt gegeben. Bisher konnte kein Schriftsteller den Preis zweimal gewinnen. Der Buchpreis wurde bisher an 7 Männer und 6 Frauen vergeben. Der Siegertitel letztes Jahr war Die Hauptstadt von Robert Bernase aus dem Fürkamp Verlag. Das waren nun die 12 Fakten, die ich euch gerne zum Deutschen Buchpreis nennen wollte. Und vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Fakt noch und packt ihn doch sehr gerne unten in die Kommentarfunktion. Ansonsten wird es, denke ich, auch von meiner Seite noch ein weiteres Video geben, was sich mit dem Deutschen Buchpreis befassen wird. Ich vermute, dass es sich um eins oder um auch mehrere Titel der Longlist handeln wird. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und lasst mir doch, wie schon gesagt, gerne einen Kommentar da. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und vielleicht fiebert ihr ja genauso wie ich der Longlist entgegen. Ja, bis dahin. Tschüss.